Moin Moin, ihr geilen Schnittchen, ein frohes neues Jahr, beziehungsweise einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch. Und wir kochen heute unser Lieblingsgericht an Silvester, beziehungsweise was wir wahrscheinlich so Silvester essen werden. Und zwar, ich gebe 9 von 10 Zepjös, 1 Punkt Abzug, weil ich gerade keinen Dip dabei habe. Schön, dass ihr angeschaltet habt. Verlinkt uns gerne auf Social Media, wenn ihr das nachmacht und bis zum nächsten Mal. Es war natürlich nur ein kleiner Joke. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge. Da mache ich nochmal von vorne. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer... Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Pete's Meat kocht Spezial. Heute mit der Silvester-Sonderausgabe. Heute bleibt der Herd aus. Und den Ofen brauchen wir auch nur für Brot, denn heute ist Silvester. Und zwar kochen wir jeweils unser Silvestergericht. Jeder hat da sein was Eigenes vorbereitet. Ja, Frau Eier und ich beispielsweise machen heute Raclette. Bei uns gibt es Silvester immer das, was es Weihnachten nicht gab. Ne? Also entweder machen wir Weihnachten Raclette und Silvesterfondue oder umgekehrt. Seit ich essen kann. So, eigentlich war meine ganz ursprüngliche Idee mit ein bisschen noch der Hoffnung, als wir es geplant haben, dass naja, Corona halt so weit weg ist, dass man wieder mit ein paar Friends und so weiter das machen kann. Raclette halt. Aber... naja. Es ist wie immer Tradition, auf einem Hoch zu enden. Und was könnte da besser helfen als die coolste Familientradition aller Zeiten? Nicht Fondue, nicht Raclette. Fennekes. Es ist einfach das Beste und es ist definitiv nicht Raclette. Ich habe mein Rezeptbuch von meiner Mama rausgekramt. Meine Lieblingsrezepte. Aber heute machen wir etwas sehr Leckeres daraus, denn wir machen heute einen Kartoffelsalat. Ja, wir machen Kartoffelsalat mit Frikadellen und da Kartoffelsalat am besten einen Tag vorher so ein bisschen durchzieht, damit er richtig lecker am nächsten Tag ist, machen wir erst den Kartoffelsalat und morgen geht es dann weiter mit den Frikadellen. Und dafür benötige ich eine Paprika, Zwiebel, Kräuterbutterbrot, Champignons, ein Viertel Laib Käse, Hühnerbrustfilet, das Schweinefilet, ganz viele Soßen. Ich habe das Wichtigste vergessen. Der Knoblauch. Ich mache das immer absichtlich, um meine Freundin zu ärgern, hier einfach alles drin liegen lassen, damit die Knoblauchsuche immer so ein bisschen... Ist da noch eine Zehe? Und irgendwann hat meine Freundin aus Trotz aufgehört, das wegzuräumen. Und jetzt ist es ein Spiel, wer zuerst nachgibt. Was ich euch auf jeden Fall zeigen wollte, ist so ein Traditionsgericht, was... Ich weiß, es ist schon lange her. Aber Grüße gehen raus an Patrick. Wer sich nicht mehr an Patrick erinnert, Patrick war einer, der bei unseren ersten Folgen mit dabei war. Aber das ist eine Sache, die ich bis heute mache. Dafür braucht man eine Pizzabox. Ich zeig's euch jetzt sofort. Dazu brauchen wir folgende Zutaten: Kartoffeln, Ei, Mayo, Gurken, ein bisschen Paprika und sofort auch noch ein bisschen. Was hast du gesagt, möchtest du dann noch gerne reinhaben? Schnittlauch kommt dann da auch noch mit rein. Zusätzlich. Für Raclette bei mir brauchen wir Paprika, Scheiblettenkäse, Mozzarella, Garnelen, Kram, Eismeergarnelen heißen die, Gewürzgurken, Sauerkraut, Weiß, Dosenchampignons, Oliven, aber die sind nicht für mich, Zwiebeln, Tzatziki, Tomaten, Salami, Kochschinken, Putenfleisch, Brot, Mayonnaise, den besten Ketchup der aller Zeiten und selbstverständlich noch Soßen, die man zuletzt im Sommer benutzt hat zum Grillen. Da ist aber irgendwie immer noch was drin. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber fangen wir mal an mit Vorbereiten. Bei uns ist tatsächlich aber Raclette in zwei Abschnitte unterteilt. Das heißt, es gibt einmal erstmal die Hauptspeise und dann gibt es noch zusätzlich die Nachspeise. Zunächst einmal ein schönes Stückchen Fleisch habe ich, ein Roastbeef genommen. Das liegt doch schon ein bisschen was länger draußen, damit das Zimmertemperatur hat. Ich habe es gesalzen. Ja, Salz, Pfeffer natürlich. Das schöne Pellkartoffeln. Wir haben den Raclette-Käse vergessen. Magst du den einmal gleich rausholen? Champignons, Zucchini, Tomaten und Mais. Ist relativ entspannt. Hähnchen, Brust, kleingeschnitten. Und dann natürlich auch noch ganz, ganz wichtig, Sauce Hollandaise gehört auf jeden Fall bei mir an den Raclette. Leider habe ich nicht die von Lucul bekommen. Oh. Die habe ich einfach jetzt so mitgenommen. Ich wusste nicht, dass wir die heute aufmachen. Da gibt es halt noch Oliven mit Feta dazu. Frau Eieruhr ist die smarteste Person der Welt. Ja, ich bin halt dumm. Hab's nicht gefunden, aber ich sag mal so, 12.07.2018. Yeah. Ja, komm, ich geben wir, können wir spenden.
kommen wir zum Kleinschneiden. Denn bei unserer Silvestertradition muss eigentlich, da passiert das Kochen eigentlich am Tisch. Wobei das Kochen jetzt auch nicht so krass ist, ehrlich gesagt, dass am Tisch passiert. Oh ja, die Salami. Ich habe diese Salami, ich habe schon ewig, also wirklich, ich glaube, seit dem letzten Raclette habe ich keine Salami mehr gekauft. Ich war völlig überfordert vor diesem Regal, welche Salami man denn jetzt kauft. Ich habe irgendeine gegriffen. Ich hoffe, die schmeckt. Probieren wir mal die Salami. Mhm. Ja, eine gute Salami. Also schmeckt zumindest gut. Nee, du kannst ja nicht mehr haben. Salami kannst du nicht mehr haben, Fräulein. Du kriegst nur noch Hühnchen. Dein Allergietest hat ergeben, es gibt diverse Sachen, worauf der Hund allergisch ist. Wir haben festgestellt, der Hund ist allergisch gegen Känguru. Kein Känguru mehr für dich. Wogegen war die noch allergisch? Pferd. Ach ja. Tja, auch kein Pferd mehr für dich. Das ist schon doof, das Leben, ne? So, ja, fangen wir mal an, Kartoffeln zu schälen. Und wir brauchen Eier. Die Eier müssen wir auch kochen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein Kilo Kartoffelchen schneiden. Wir haben so ein riesen Raclette eigentlich, was wir sonst immer machen an Silvester. Aber was will ich mit einem Raclette, wo 12 Pfännchen drauf passen? Das macht nicht so viel Sinn. Deshalb haben wir uns was anderes überlegt für dieses Jahr. Und das ist auch eine ganz tolle Sache. Wir beginnen mit der mittlerweile etwas trockenen Zwiebel. Und ich weiß, ob die eine reicht. Machen wir mal wieder den Zwiebelgönner. Die sieht auch ganz schön vertrocknet und alt aus. Wie eure Mütter. Aber nehme ich noch. Wie eure Mütter. Wir haben heute kein Rezept, worüber ich mich aufregen kann. Man kann eigentlich nichts vergessen. Du kannst immer sagen, jo, das kommt bei uns nicht rein. Weißt du noch, ob wir oben zum Anbraten haben wir da eingefettet oder nicht? Womit denn? Mit Olivenöl? Das ist ja völlig eklig. Ja. Der Hund ist anderer Meinung. Ja, ansonsten Silvester, gibt ja so Leute, die machen Silvester irgendwie richtig Party und so und gehen irgendwie weg und... Nee. Ich muss sagen, es war wirklich ein außergewöhnliches Jahr. Es war wirklich ein fucking crazy Jahr. Das wird nicht in die Geschichte eingehen als das beste Jahr aller Zeiten. Aber auch unabhängig von Corona ist echt viel Scheiße passiert. Sowas wie die Brände in Australien zum Beispiel. Vergisst man ja manchmal alleine schon aufgrund dieser ganzen Corona-Krise. Generell, Klima geht ja so ein bisschen in den Bach runter. Bisschen. Außerdem habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir einigen Leuten, die unter diesem Jahr mehr gelitten haben als wir, dass wir die mit unseren Videos und dem, womit wir so unsere Zeit verbringen, dass wir denen dieses Scheißjahr vielleicht ein ganz klein bisschen schöner machen konnten. Unter anderem mit Pils mit Kocht. Also 3 Stück sind ungefähr 300 Gramm. Also wirklich 10 Kartoffeln? What the fuck? Und ich weiß auch gar nicht, also jetzt, wir nehmen ja ein bisschen vor auf jetzt für Silvester. Ich weiß auch noch gar nicht, wie wir Silvester feiern werden. Hast du Bock zu böllern? Ich werde auch gern weggeböllert, ja genau. Ich muss aber sagen, ich glaube mit den anderen Pizmeet-Leuten habe ich bisher, ich glaube ein Silvester haben wir zusammen gefeiert. Das ist aber auch schon länger her. Das war noch bei Dennis, da war ich in Weeze. Ach ja, und ein Jahr war ich mal kurzzeitig am Rheinufer gucken. War ein Riesenfehler, mache ich nie wieder. Habe ich auch nie wieder gemacht. Das war richtig, 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 richtig scheiße. So, wie lange kommt denn der Spaß im Ofen? 9 Minuten. Guck mal hier, geht schneller als Alexa. Stell mal einen Timer auf 30 Minuten. Geht, Alexa, setz einen Timer auf 4 Minuten. Alexa! Ach du blöde Kuh! Jetzt setz einen Timer auf 4 Minuten. Ja, ist keine Antwort. Mensch, ich habe auch keine Antwort. Alexa, setz einen Timer auf 4 Minuten. Nein! Alexa, halt's Maul! Nein, ich will nicht, was schief gelaufen ist. Du sollst einfach die Fresse halten. Ich habe etwas Feedback. Super, jetzt hast du Feedback. Halt einfach die Fresse. Scheiße, Mann, ey. Nein. Oh, jetzt ist die Kartoffel runtergefallen. Das hat keiner gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich gerade die ganze Zeit diesen Hut aufhabe. Weil ihr das ja eh nicht seht. Ja, und wir müssen jetzt alles klein schneiden. Und dann sind wir schon fast fertig, ne? Kartoffelsalat ist halt auch echt nicht so schwer. Brauchen wir nur noch 4 große Gewürzgurken, also nehmen wir hier einfach 8 Stück, müssen wir da schon nehmen. Da müssen wir schon ein paar Gürkchen rein hier. Dann noch ein bisschen Paprikapulver, edelsüß. Und dann kommt auch noch ein klein wenig Gurkenwasser mit da rein. 4 kleine Teelöffel.
Ein Glas Mayo mit Schinken. Das ist schon ganz lecker. Das ist schon ganz lecker. Und wenn das morgen durchgezogen ist, ne, dann haut mich das. Ja, zweiter Tag und wir machen jetzt die Frikadellen. Wir haben einmal 500 Gramm gehacktes gemischt, dann ein bisschen Tomatenmark, ein bisschen Senf, eine Zwiebel, Eier und Semmelbrösel. Das brauchen wir alles für ein richtig leckeres Frikuschen. Ich werde noch assistiert von meiner lieben besseren Hälfte. Sie ist die Frikofrau. Was soll das denn? Warum lachst du jetzt? Das klingt nicht wie ein Kompliment. Wieso klingt das nicht wie ein Kompliment, nur weil du gut Frikos machen kannst? Aber Frikofrau klingt schon. Frikofrau ist voll super. Ja, das klingt wie so eine 50-jährige, sehr übergewichtige Frau. Wow. In so einem Imbiss oder so. Nein, guck mal, ich bin der Pommesmann und du bist die Frikofrau. Komm, die Zwiebelchen da schön rein. So sieht's aus. Gib mal die Schüssel rüber. Ich will das andere Ei da auch noch mit reinmachen. Das andere Ei auch noch mit rein. Bams, ja. Ja, fertig. Nee. Das war so wenig. Ich mach das mal mit Liebe. Ja, mach ich doch die ganze Zeit hier. Ich muss mal mit Liebe machen. Ja, du machst das mit der Gabel. Ja, mit Liebe. Ja, ich mach das mit Liebe hier mit den Händen. Weißt du, die Martin kann die Hälfte hier von dem Video nicht nehmen, weil das alles nicht jugendfrei ist. Das ist doch gut, dann bist du nicht so viel drin. Ja, nee, ich will aber hier in Screen Time hier für Mr. Pommesmann und Frikofrau. Ist okay, ne? Ja, wie soll ich das? Bam! So, machen wir mal hier. So, das ist so eine Friko. So? Ja, da ist ein bisschen platt drücken. Der ist schon platt. Nee, die ist nicht platt. Klar ist platt! Nein. Guck mal, wie platt die ist. Und dann geht's für wie viele Minuten in den Ofen? 30 Minuten in den Ofen. Nach 15 Minuten einmal wenden. Okay. Das ist der Party-Peter. Der Party-Peter. Es wird Zeit für Fennekes. Weißt du, so ein Elektro-Raclette ist auch lame. Ich habe was vergessen. Butter. Oh, jetzt Spaß an. Da ist doch Flamme. Jetzt packen wir das da drauf. Gibt es ein bisschen Butter. Ist ein bisschen wackelig leider. So, bevor wir damit aber anfangen, haben wir uns ein bisschen Fleisch noch organisiert. In dem Fall halt polnischen Schinken. Den machen wir erstmal ein bisschen klein und dann können wir den quasi oben drauf legen. Dann kommen die Sachen hier drauf. So, das ist so ein Teil. Dazu dachte ich mir, warum nicht? Wie beim Raclette halt üblich ist, tun wir noch irgendwie zwei Berner Würstchen mit drauf. Haben wir erstmal an das Zeug da oben drauf zu legen. Was natürlich wieder, wie gesagt, alles versaut, aber hey. Ja, und jetzt fängt man halt an, so ein Fännchen zu machen. Bei mir hat das immer so eine Grundierung. Dann nimmt man hier so ein bisschen Salami. Jetzt kommt noch ein bisschen Krabben dran. Boah, jetzt kann man natürlich auch ein bisschen Paprika dabei nehmen. Ja, und jetzt ist die Frage, welcher Käse? Wir haben zweierlei Sorten. Ich gehe mal erst mit dem, was ist denn das eigentlich? Cheddar? Eigentlich kann man hier auch noch, ich kann da auch eigentlich noch ein bisschen Zwiebeln drauf, also so ein bisschen Zwiebel dran machen. Welcher Idiot hat denn die Zwiebeln geschnitten? Der hätte ja mal ein bisschen durchschneiden können. Wow, Käse ist drauf und dann rein damit. Ich schneide mir erstmal hier so eine Kartoffel klein. Ja, und dann machst du da, ich mach da halt immer Kartoffeln rein, Kartoffeln rein, Kartoffeln rein. Relativ entspannt. Doch wichtig jetzt, so ist Hollandaise. Normalerweise, wie gesagt, von Luke. Alter, die ist ja mega flüssig. Was ist das denn? Schon mal ein Minus, okay. Ach du Scheiße. Aber ist alles gut. So ein bisschen so Hollandaise darüber kippen. Und dann kommt da auch einfach ein Scheibchen Raclette-Käse drüber. So sind die Frikos geworden. Ich würde sagen, richtig geil. Vielleicht ein bisschen, einen Ticken zu lang bei uns im Ofen, weil unser Ofen ist immer so ein bisschen special. Jetzt gönnen wir uns hier noch was von dem kalten Kartoffelsalat. Den geilen Gewürzketchup. Probieren wir mal. Dann nimmt man ein paar Pilze, ein paar Zwiebeln, Knoblauch. Und dann brät man das erstmal schön in Ruhe an. Gewürze habe ich vergessen. Entschuldigung, es ist erst 31. Dezember, ich bin schon ein bisschen beschwipst. Aber der viel coolere Part ist, und da kommen wir jetzt zu, nehmt euch so einen Pizzateig, dann wird das Ganze eigentlich präpariert. So einschneidet und daraus so kleine Vierecke macht. Ungefähr so groß sind. Dann nehmt ihr euch so ein geiles Fännchen, legt das quasi von innen so aus. Also der Boden muss gar nicht ganz belegt sein. Übrigens, also das Raclette. Es gibt da noch die Version, die, hier so ein anderer Typ immer versucht zu erklären, der nennt das Fennekes. Ich muss aber sagen, für mich ist Fennekes so ein bisschen das,
was die Scheichklubs im Fußball sind. Und zwar ohne Tradition eingekauft und Schmu. So, mittlerweile ist hier das alles nur noch Jonathans Platz geworden. Hier seht ihr, die Flüssigkeit guckt raus, das heißt, das ist gut. Nehmen wir das jetzt auf den Teller. Frau Eieruhr, wie sieht es hiermit aus? Na, noch nicht. Ah, fast, aber noch nicht ganz. Jetzt bin ich über den Kopf gesprungen. Manche unserer Zuschauerinnen und Zuschauer kennen vielleicht den davor nicht, wobei dann können die mit, da bin ich über den Kopf gesprungen, jetzt auch nicht allzu viel anfangen, wa? So ein bisschen Fleisch. Drei Stück sind eine gute Zahl. Bisschen Butter drüber. Also ist jetzt auch nicht das gesündeste Essen aller Zeiten. Schon, ist auch schön, dass man hier so Röstaromen reinkriegt. Nicht wie bei dem minderen Raclette. Wenn es um das Überbacken geht. Das ist mit Raclette natürlich einfacher, weil die Hitze da ja nur von oben kommt. Aber das ist hiermit auch möglich. Macht euch quasi eine Art Mini-Pizzen. So, was ich halt gerne noch mit drauf tue. Auf jeden Fall ist eine Pellkartoffel. Ihr könnt dieses Pfännchen so richtig, richtig voll machen. Ja, gucken wir uns mal ganz unser Fleisch an. Ja, bin ja ehrlich, so ein kleiner Mini-Raclette, der sieht irgendwie nicht so mega stabil aus, aber hey. Also die einzige Limitierung, die ihr eigentlich habt, ist halt die Höhe der Pfanne. Tomätjes, ein bisschen Senf. Jetzt nehmen wir uns noch so ein Stückchen hier, schnibbeln das dann mit rein. Einfach noch ein bisschen Käse drüber. Und dann schieben wir das Ganze schön unter den Ofen. Okay, während wir darauf warten, erzähle ich euch ein paar Witze. Hey, die Silvesterraketen, die ich bei dir gekauft habe, funktionieren alle nicht. Komisch, dabei habe ich sie vorher mal getestet. Die Griechen müssen jetzt alle sehr stark sein. Tzatziki schmeckt am besten, wenn das mit Sauerkraut gemischt ist. Erstmal die klassische Kombo, dickt wieder an. Ein Patient fragt seinen Arzt nach der Untersuchung, ob er zu Silvester noch ein Glas Prosecco trinken dürfte, worauf der Arzt erstaunt fragt, Sie dürfen ein Glas trinken. Aber worüber wollen Sie denn um Gottes Willen noch anstoßen? Bei dir? Ah. Schon okay? Ja. Nein, nicht. Oh, nice. Der kommt, wo sind die Fännchen-Runterschieber? Keine Ahnung. Verkackt. Alter, und das Baguette. Guck da auch mal jemand. Ja, nice. Zack. Krass. So, dann gönn dir das mal. Richtig. Nimmt so hoch. Und steckt sich das in den Mund. Und dann? Was ist das denn jetzt für ein Geräusch gewesen? Ja, Leckerchen. Perfekt. Mutti, Mutti, ich kann Silvester nicht leiden. Gib Ruhe und halt still, damit ich die Rakete anzünden kann. Nehmen wir uns ein bisschen was von allem. Gucken, ob der Huhn durch ist. Machen wir vielleicht noch mal kurz drauf. Aber das Schwein, das ist schön in der Mitte rosig. Schön, alles auf Gabel. Mmh. Mit zu Hause. Ein paar Berner Würstchen, das auch. Wunderbar. So, richten wir mal den Teller an. Ja, dann könnt ihr das einmal so rausnehmen. Ja, dann geht es los mit dem Genießen. Heiß. Tja, und wie ihr seht, das sagt dann voll die coole Sache. Leider super traurig ohne Freunde, wenn man es alleine machen muss. Deswegen, glaube ich, kenne ich niemanden, der Raclette alleine macht. Wenn man so ein Essen bewerten muss, gute Frage. Finde ich tatsächlich super schwer, weil ja jeder selber sich die Sachen auf den Teller tut, auf die Pfanne tut, auf die er Bock hat. Deswegen würde ich dem Ganzen, wenn man das alleine macht, eine 5 von 10 geben. Und mit steigender Anzahl an Leuten steigt auch die Anzahl der Punkte, obwohl das Essen sich nicht verändert. Aber ich merke gerade, ich sitze hier alleine Raclette essen. Das ist voll öde. Also echt voll langweilig. Schmeckt das? Ja, sehr lecker. Mhm. Ich genieße passiv mit. Ich habe jetzt entschieden, scheiß drauf. Das ist fertig. So, so sieht der Spaß aus. Yummy, 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 yummy. Ja, Raclette ist geil, aber wer hätte es gedacht? Ja, ui. So, Fännchenschieber, à la Jay. So, probieren wir mal schnell. Warte mal, ich muss ja mal kurz hier schnell. Sollte man jetzt dann mal auch drauf packen. Keine Ahnung, wie geil das ist. So eine Salz, Pfeffer drauf, auf Steak. Probieren wir das Steak. Wie gut bist du? Bist du Medium? Du bist Medium, so wie ich es möchte. Mmh, geil. Liebe Raclette. Leckeres Stück Fleisch. Dazu gibt es noch eine Zucchini. Schön ist, alles, was du dir selber machst, ist immer für dich eine 10 von 10.
Also wir haben ja vorher einmal den warmen bzw. frischen Kartoffelsalat probiert. Ja, der kalte schmeckt halt nochmal anders. Klar, weil er kalt ist, aber auch, weil die Kartoffeln dann so ein bisschen die Soße gezogen haben und es einfach nochmal ein bisschen anders ist. Aber ich finde es mit dem Schnittlauch ganz gut. Was? Okay, Frikadellen sagst du, sind lecker. Okay. Ich finde auch, die sind, also... Also ein bisschen dunkel von außen, aber die schmecken gut. Auch von innen sind die gut, also... Ja. Oh, lecker. Aber die sind auch schön würzig geworden. Ja, richtig geil. Richtig nice. Ich würde einfach glatt sagen, hierfür gebe ich 9 von 10 Punkte, weil es echt lecker geworden. Jetzt gibt's Nachtisch. Nachtisch ist was? Apfel. Ein Apfel, okay. Kommt ja da rein. Mhm. Was ist das? Ziegenweichkäse. Legt man geil da drauf. Ja, Alter. Honig. Und das schmeckt. Ja, sicher schmeckt das. Du hast es auch schon gegessen, was ist dein Problem? Sollen wir nicht sagen, ist okay. Du machst es einem aber auch echt ist einfach, ein perfektes Video aufzunehmen. Ist wirklich das ist super. Aller Zeiten und dann kommst du rein. Hallo, herzlich willkommen zurück. Der Juli ist schon genervt von warum mir. Warum bin ich genervt? Ich will jetzt essen. Half! Würde ich mir auch noch ein zweites davon gönnen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr. Ich hoffe, ihr habt Pizza mitgekocht und generell Pizza mitgenossen. Jede Woche ein bisschen gelacht, hoffentlich. Ich wünsche euch heute einen guten Rutsch. Ja, lasst krachen im Rahmen dessen, was möglich ist. Knallt irgendwie eure Freundin oder euren Freund. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bald wieder, nämlich nächste Woche Donnerstag. Haut rein. Bis dahin. Tschüss.